Eine volle Dröhnung internationalen Fußball an dem Tag, an dem die letzten hektischen Transfers getätigt werden. Und Kolo Muani möchte unbedingt nach Paris. Da ist Marcel übrigens schon. Ja, Carsten, zumindest kleidertechnisch. Hallo von meiner Seite. Du siehst Paris, Je t'aime, Duisburg, Te amo war leider ausverkauft. Deswegen bin ich auf Paris ausgewichen. Weiß das Aber deine ja. Freundin? Nein, aber zeig sie bitte nicht. Okay. Nein, Spaß bei der Sache. Kolo Muani, heute statt Donnerstagmorgen streikt er. Er wird heute Abend im Conference League Rückspiel auf jeden Fall nicht im Kader stehen der Frankfurter Eintracht. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass dieser Transfer heute über die Bühne gehen wird. Und ich gehe sogar auch davon aus, dass der Transfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid heute noch irgendwie über die Bühne gehen wird. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Was sagt ihr dazu? Das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Auswertung deiner letzten Tipps. Ja, da waren wir genau im Durchschnitt, Carsten. 12 abgegebene Tipps, 6 davon waren richtig. Ja, das ein oder andere Spiel hat mich ein bisschen geärgert. Vor allen Dingen natürlich die Partie von Liverpool gegen Newcastle. Newcastle, ich hatte ja das 1x und unter 4,5, also mindestens das Unentschieden von Newcastle gegen Liverpool und maximal 4 Tore. Naja, und was macht Liverpool? Sie drehen in Unterzahl einen 0:1 Rückstand zum 2:1 Sieg. Werden wir gleich nochmal ein bisschen thematisieren. Ja, sonst wären wir schon wieder bei 7 oder 8 von 12 richtigen Tipps. Dann würden wir schon wieder über einen sehr guten Spieltag sprechen. So ist es Durchschnitt und auf jeden Fall ausbaufähig. Gerne ein Abo liegen lassen. Der Junge ist nämlich ansonsten sehr zuverlässig. So, dann gehen wir mal rein mit der Premier League und mit einem Spiel. Ja, der Vizemeister empfängt Manchester United. Manchester United hat keinen Linksverteidiger, sind da auch noch mal hektisch unterwegs. Arsenal ein bisschen stolprig. Also die beiden Teams sind noch nicht richtig angekommen in der Saison. Ja, das kann man so sagen. Trotzdem trifft im Endeffekt der Tabellenfünfte auf den Tabellenachten. Das heißt, beide haben jetzt keinen großen Rückstand nach oben. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch alles im Soll. Aber weil du eben angesprochen hast, Manchester United hat keinen Linksverteidiger. Arsenal hat dafür einen sehr, sehr guten Rechtsaußen, offensiv, nämlich Bukayo Saka. Und jetzt sage ich dir was, Carsten, der hat in seinen letzten 3 Premier League-Partien gegen Manchester United immer mindestens ein Tor erzielt. Das heißt, wer hier schon mal vorab eine Wette darauf abschließen möchte, dass der englische Außenstürmer wieder zum Torerfolg kommt, der findet dafür auf jeden Fall sehr passable Quoten über 2,0. Und allgemein Arsenal gegen United natürlich ein Duell zweier Hassrivalen, wenn man das so sagen kann. Zwei Mannschaften, die sich gar nicht abkönnen. Und ich sag mal so, United, ja, die haben sich in letzter Zeit vor allen Dingen in London schwer getan. Damit meine ich nicht nur die Auswärtsspiele bei Arsenal, sondern allgemein in der Hauptstadt. Denn sie haben aus den vergangenen 10 Gastspielen in London gerade mal 6 Punkte einfahren können. Ja, hinzu kommt, dass Arsenal mittlerweile seit 22 Premier League Heimspielen gegen Teams, die ein United im Namen tragen, also Leeds, Newcastle, Sheffield, wie sie auch immer heißen, ungeschlagen ist. Ja, zudem Arsenal Marcel, auch 4... Marcel. Jetzt, ich wusste, ich dachte, ich komme drüber weg. Ich dachte, ich kann es einfach so stehen lassen. Ich muss beten, dass solche Geschichten auch noch thematisiert werden. Ja, nein, dann komme ich mit den. Ich habe auch ein United im Namen, ja, United Fuß. Ja, okay, aber gegen dich würde Manchester United leider auch mit 2 Spielern gewinnen. Aber gut, ja, Spaß bei der Sache. Ja, kommen wir zu den ernsthaften Argumenten. Arsenal hat 4 der letzten 5 Heimspiele gegen United siegreich gestalten können. Und allgemein steht Arsenal bei nur 2 Niederlagen aus den letzten 24 Premier League Heimspielen. In 20 von diesen 24 Spielen hat Arsenal zumindest mindestens 2-mal getroffen. Deswegen, ich sehe die Vorteile auf jeden Fall bei Arsenal. Geht deswegen auf eine gleich mal hohe Quote, gleich sogar die höchste Quote des Tages. Ich sage nämlich zu einer 2,37, dass Arsenal in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor erzielen wird. Klasse. Und die NFL, also der Super Bowl als Ziel, der ist ja jetzt schon wieder ein ganz großes Thema und vor allen Dingen auch bei uns. Du sagst es, Carsten, BOMO, mein Kollege Boris Montgomery, der wird euch da ab der nächsten Woche regelmäßig wöchentlich mit unserer neuen Sendung Fair Catch auf diesem YouTube-Channel hier informieren über den kommenden Spieltag mit Tipps natürlich auch, das heißt für all diejenigen, die gerne NFL schauen oder aber natürlich auch diejenigen, die gerne gute Tipps abstauben möchten, können da gerne mal reinschauen, lasst schon jetzt gerne ein Abo da. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, ja, wie er da abschneidet und ob er da wirklich euch so gute Tipps liefert, dass ihr davon profitieren könnt. Du hast die Partie schon angesprochen. Liverpool gewinnt in Unterzahl in Newcastle 2:1. Und Jürgen Klopp, der immerhin schon ungefähr 1000 Spiele auf der Bank gecoacht hat, meinte nach dem Spiel,
So etwas habe ich noch nie in meiner Trainerkarriere erlebt. Ganz schönes Brett, was er da rausgehauen hat. Jetzt spielt Liverpool gegen Aston Villa zu Hause. Ja, aber auch völlig verständlich, Carsten, dass er das sagt, weil was Liverpool da für einen Kraftakt geleistet hat, für eine Mentalität gezeigt hat, das war wirklich einzigartig. Sie lagen 0-1 hinten, waren in Unterzahl und haben das Spiel dann wirklich gedreht mit dem goldenen Höhepunkt Darwin Núñez, der dann kurz vor Schluss das entscheidende 2-1 erzielt. Allgemein Darwin Núñez als Einwechselspieler beide Treffer markiert für Liverpool. Ja. Mo Salah hat ihm das Ganze vorbereitet. Bei Mo Salah ebenfalls noch fraglich, ob er in Liverpool bleiben wird. Er hat wohl ein sehr gutes Angebot, auch aus Saudi-Arabien, ist sicherlich auch nicht ganz abgeneigt, dahin zu wechseln. Deswegen auch da bleibt spannend bei der Personalie Mo Salah. Und vielleicht noch eine interessante Statistik, Carsten, weil du Jürgen Klopp angesprochen hast. Das war bereits der 135. Punkt nach Rückstand, den Jürgen Klopp mit Liverpool geholt hat. Ja, zum zweiten Mal in Folge hat er jetzt nach 0-1 Rückstand gewonnen. Und dementsprechend kann man mal wieder sagen, die Mentalitätsmonster von Jürgen Klopp sind auf jeden Fall wieder auf einem ganz guten Weg bei Liverpool. Jetzt gegen Aston Villa sage ich auch ganz ehrlich, Liverpool auf jeden Fall im Vorteil. Wenngleich ich sagen muss, Aston Villa eine Mannschaft, die sehr schwer zu bezwingen ist. Ja, Aston Villa die letzten beiden Partien gewonnen bei einem Torverhältnis von 7-1. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein etwas spannenderes Spiel geben wird, als das vielleicht momentan viele erwarten. Und deswegen habe ich hier eine etwas kreative Wette genommen. Ich sage nämlich 1,88. Aston Villa verliert mit maximal einem Tor Rückstand, also Aston Villa plus 2. Und das Ganze kombiniere ich mit dem über 1,5 zu der besagten Quote von 1,88. Marcello ist kreativ. Wir wünschen euch auch Kreativität, wenn ihr mitmacht bei unserem Gewinnspiel Cash ohne Einsatz beim Predictor. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. So, das dritte Spiel in der Premier League, Brighton gegen Newcastle. Und da ist bei Brighton De Zerbi, der Italiener Trainer, der hat eine unglaubliche Aura jetzt entwickelt und einen unglaublichen Respekt bekommen aktuell. Also er wird mit Pep Guardiola schon langsam aber sicher verglichen. Unglaubliche Fähigkeiten als Trainer. Ja, zu Pep Guardiola fehlt ihm sicherlich noch ein bisschen was, unter anderem auch der ein oder andere Champions League-Titel, aber ich bin natürlich voll deiner Meinung. Ja, gut, wenn du Sassuolo, Shakhtar Donetsk und irgendwelche anderen trainierst, dann ist es immer schwer, einen Champions League-Titel zu holen. Da hat es Pep erheblich einfacher. Da hast du dich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, Carsten. Ja, ich will erst mal ganz kurz, bevor wir nochmal über De Zerbi sprechen, ein Achtung Wortspiel, großen Applaus für Pascal Groß. Ja, warum? Der ist seit letzter Woche Rekordtorschütze von Brighton in der Premier League. Er hat letzte Woche beim Spiel gegen West Ham, das Brighton 1-3 verloren hat, seinen 27. Treffer bereits markiert in der Premier League für diese Mannschaft. Dementsprechend ist er jetzt wirklich alleiniger Rekordhalter. Und in den letzten 6 Heimspielen hat dieser Deutsche 4-mal getroffen. Und Carsten, jetzt haue ich mal eine These raus. Wenn ein Spieler so überzeugt in der Premier League bei einer guten Mannschaft, die sogar eventuell in die Champions League kommen könnte, ja, wie Brighton, warum ist, wenn es nach dem Leistungsprinzip geht beim DFB, dieser Spieler kein Nationalspieler? Jetzt kommst du. Nein, da fehlen mir auch die Argumente. Ich meine, der Kollege Oliver Runert, der Manager von Union Berlin, hat ja auch mal gesagt, vielleicht sind wir ein bisschen zu südwestlastig da beim DFB. Es kann ja mal ganz gut sein, über den Tellerrand nicht nur des Südwestens Deutschlands hinauszuschauen. Ja. DFB, Deutscher Freiburger Bund. Gut, so viel dazu. Zur Partie Brighton gegen Newcastle. Ich sage tatsächlich, dass Brighton hier Vorteile hat. Newcastle muss sicherlich erstmal diesen Schock aus der Vorwoche verdauen, diese hergeschenkte Führung in Überzahl. Und dann muss man noch wissen, 69% der Niederlagen, die Newcastle unter Eddie Howe in der Premier League kassiert hat, waren gegen Teams aus den Top 6 oder gegen Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt unter den Top 6 standen. Und Brighton steht aktuell auf Position 6. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Brighton mit dem Heimvorteil im Rücken, mit der Tatsache, dass sie 19 aufeinanderfolgenden Premier League-Spielen immer mindestens einmal getroffen haben, auf jeden Fall auch jetzt etwas Zählbares mitnehmen gegen Newcastle. Ich sage sogar Draw No Bet 1. Und dafür gibt es eine Quote von 1,90. Wir gehen nach Italien. Inter Mailand empfängt die Fiorentina und Inter ist makellos gestartet. Zwei leichte Gegner, zwei Siege.
Jetzt gegen die Fiorentina könnte es schon etwas interessanter werden, aber auch die sind noch nicht richtig im Rollen, weder in der Serie A noch in der Conference League Quali. Ja, ganz genau. Da wird sich am heutigen Donnerstagabend noch entscheiden, ob sie es schaffen, den 0:1 Rückstand aus dem Hinspiel gegen Rapid Wien noch zu drehen, um in die Conference League einzuziehen. Wäre natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn sie es nicht schaffen würden als amtierender Finalist, der sie ja 2000 oder vor wenigen Monaten sogar waren. Und bei Inter Mailand natürlich die Personalie Benjamin Pavard, ja, der es tatsächlich geschafft hat, sich ja, raus zu ekeln aus dem Vertrag aus München. Downgrade meiner Meinung nach von Bayern zu Inter Mailand zu wechseln, aber das ist dann wieder eine andere Sache. Inter Mailand ist gut gestartet, 2 Siege, zweimal 2:0, beide Male ohne Gegentor, aber 2017 blieb Inter Mailand letztmals zu Hause gegen die Fiorentina ohne Gegentreffer. Das heißt, in den letzten Heimspielen gab es immer mindestens einen Gegentreffer. Und deswegen sage ich auch diesmal, auch vor dem Hintergrund, weil die Fiorentina eben stolze 4 Punkte aus den letzten beiden Auswärtsspielen bei Inter Mailand holen konnte, dass in dieser Partie zu einer Quote von 1,78 beide Mannschaften treffen. Gut, zu dieser Personalie Pavard ist bei mir auch noch hängen geblieben. Stanisic, den Rechtsverteidiger, haben die Bayern ja auch verliehen nach Leverkusen. Ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Gerne ein paar Kommentare und Erklärungen zu diesen Moves der Bayern. Und So, Carsten, Neapel, Carsten, ja. ganz kurz an der Stelle, weil du sagst, Stanisic zu Leverkusen. Leverkusen natürlich der Top, ja, Verfolger, wenn man so nennen möchte, von Bayern momentan Ja, in der natürlich. Bundesliga. Und unsere Bundesliga-Sendung geht natürlich immer mittwochs abends auf Sendung. Das heißt, auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Mit Ronny Nicol, der war zu Gast, ein ehemaliger Union-Spieler, eine Union-Legende. Der hat sich natürlich ausführlich geäußert zur Partie Union Berlin gegen RB Leipzig am Sonntag. Das heißt, auch da Abo dalassen, reinschauen und gerne auch liken. So, Neapel ist Meister in Italien und die empfangen jetzt am Samstagabend Lazio Rom. Darf ich übrigens mitmachen dabei? Und das ist natürlich die Rückkehr von Maurizio Sarri, dem Coach, dem aktuellen Coach von Lazio, in seine Stadt, die ihn tatsächlich geprägt hat als Trainer. Ja, Carsten, du wirst mir sicherlich recht geben, dass Neapel natürlich der haushohe Favorit ist, auch vor dem Hintergrund, weil Lazio Rom eben bislang noch bei 0 Punkten steht, haben beide Spiele verloren, sowohl das erste Spiel bei Lecce als auch dann zu Hause gegen Genua, gegen den Aufsteiger. Da muss man sagen, Lazio Rom tut sich aktuell noch sehr schwer mit dem Torschießen. Gegen Genua hatten sie 70% Ballbesitz, 16 Schüsse in Richtung Tor, aber eben keinen einzigen Treffer markiert. Und Neapel war letzte Saison schon die beste Heimmannschaft der Serie A. Sie haben 5 der letzten 6 Heimspiele gegen Lazio gewonnen. Und deswegen gehe ich auch diesmal auf den Heimsieg der Neapolitaner und sage 1,65 für eben diesen Heimsieg. In Rom sind in dieser Woche ein paar Autodächer zertreten worden, kann man ja nachvollziehen, denn Lukaku wurde eingeflogen, Romelu Lukaku. Die Fans brauchten beste Sicht auf die Dinge. 7000 Tifosi waren übrigens bei seiner Ankunft da am Flughafen. Der kam mit dem Privatflieger natürlich, mit dem Präsidenten Dan Friedkin, dem Amerikaner. Also, die Roma hat einen Gladiator. Ich meine, wenn man den anschaut, den Lukaku, der könnte auch gerne im Kolosseum alleine auftreten. Fakt ist, Roma mit einem Fehlstart empfängt jetzt Milan. Ja, und Carsten, wenn du mich fragst, eigentlich muss ja Lukaku schon von Anfang an spielen. Denn Abraham ist verletzt, Dybala ist verletzt, Sadar Azmoun, der von Leverkusen kam, ist verletzt. Deswegen, sie haben eigentlich wenig Alternativen in der Offensive. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Lukaku jetzt gleich mal ja, auch sein Debüt feiern wird für die Roma. Belotti ist noch da. Belotti ist noch da, trotzdem. Ich denke, das wird sich Mourinho jetzt nicht nehmen lassen, ihn seinen neuen Topstürmer da sofort von Anfang an zu bringen. Du hast es gesagt, AS Rom mit dem Fehlstart, 1 Punkt erst geholt aus 2 Spielen. Milan steht insgesamt bei 6 Punkten, haben also die ersten beiden Matches gewonnen, haben auch schon 6 Tore markiert, dreimal Giroud, zweimal Pulisic. Das heißt, auch da hat der ja, Neuzugang Pulisic schon sehr gut eingeschlagen. Und ja, die Roma hat nur eines der letzten 6 Heimspiele gegen Milan gewonnen. Und auch diesmal sage ich, dass Milan einfach insgesamt schon vielleicht ein Stück weiter ist als die Roma, die auch mit wirklich einigen Neuzugängen dann umgehen muss, einige Neuzugänge integrieren muss. Und deswegen doppelte Chance x2. Milan holt mindestens einen Punkt. Es fallen maximal 3 Tore zu einer Quote von 1,80. Ja, und vielleicht muss man an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass José Mourinho, der Roma-Coach, schon mal mit Romelu Lukaku bei Manchester United zusammengearbeitet ist, vielleicht der falsche Ausdruck. Die sind immer mal wieder zusammengerasselt. Also spannende Geschichte. So, wir gehen nach Spanien. Osasuna gegen Barcelona. Und bei Barcelona spielt ein 16-Jähriger, den hat übrigens
Den haben Abgeordnete des spanischen Verbandes besucht, denn der soll unbedingt in die Nationalmannschaft berufen werden, 16 Jahre. Ja. Könnte auch für Marokko spielen, aber das ist der neue Shootingstar in Spanien bei Barcelona. Ganz genau. Lamine Yamal, wirklich jemand, der, den man sich hinter die Ohren schreiben muss, der sicherlich noch eine ganz, ganz große Story hat. Und da habe ich dann wieder ein ganz interessantes Bild gesehen. 2030, also bei der Weltmeisterschaft 2030, wird dieser junge Mann gerade mal 22 Jahre sein. Also immer noch ein junger Spieler. Und da sieht man dann schon, Carsten, dass du alt geworden bist. Hat die Operation nichts genützt? Muss ich noch eine machen? Die hat nichts genützt, nein. Aber Barcelona hat sich trotzdem schwer getan, das muss man auch so sagen. Letzte Woche beim 4:3-Erfolg gegen Villarreal, ein ganz kurioser Spielverlauf. Eigentlich hatte Barcelona schon relativ souverän 2:0 geführt durch zwei frühe Tore, lagen dann aber plötzlich mit 2:3 hinten, haben es dann aber nochmal geschafft, die Partie zu drehen zum 4:3-Auswärtssieg. Lewandowski hat sein erstes Saisontor gemacht am dritten Spieltag, sicherlich auch ausbaufähig, die Ausbeute des ehemaligen Bayern-Stürmers. Und jetzt in Osasuna wird es, denke ich, wieder eine schwierige Aufgabe, wenngleich man sagen muss, Osasuna ist auch am Donnerstagabend noch in der Conference League Qualifikation gefordert. Dort haben sie das Hinspiel zu Hause gegen Brügge mit 1:2 verloren, sind halt also diesmal in Belgien extrem gefordert. Und Osasuna hat auch das einzige Liga-Heimspiel bislang verloren, 0:2 gegen Bilbao. Ja. Zudem Barcelona 5 der letzten 6 direkten Duelle gegen diese Mannschaft Osasuna siegreich gestalten können, aus Pamplona richtigerweise. Und deswegen sage ich auch diesmal 1:65, Barcelona gewinnt auswärts. Sevilla hat als einziges Team in Spanien noch kein Pünktchen. Die stehen am Tabellenende, 0 Pünktchen. Und die treten jetzt bei Atletico Madrid an. Carsten, jetzt frage ich dich, wann hast du denn schon mal gesehen, dass eine Mannschaft von Diego Simeone 7 Tore in einem Spiel schießt? Nie, nie, nie. Ja, ich nehme mich auch nicht. Ja. Also 7:0 hat Atletico Madrid letzte Woche gewonnen gegen Rayo Vallecano. Unter anderem auch Doppeltorschütze Alvaro Morata, der steht jetzt schon bei 3 Saisontoren. Allgemein stellt Atletico Madrid nach diesem Kantersieg natürlich auch die beste Offensive in La Liga. Auch das gab es noch nicht so häufig. Deswegen, ich glaube schon, wenn ich das Spiel gesehen habe, dass Diego Simeone in seinem letzten Atletico-Jahr einen etwas anderen Ansatz wählen wird. Ja, das heißt, er ist ein bisschen offensiver geworden, ein bisschen mutiger geworden. Er hat natürlich auch wieder sehr viel mehr Qualität. Ein Depay befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Griezmann natürlich, Morata. Da hat man natürlich auch die Möglichkeit, gerade im Offensivbereich ein bisschen mutiger zu agieren, ein bisschen selbstbewusster zu agieren. Deswegen, ich sage auch, dass sie Favorit sind gegen Sevilla. Und ich sage, in beiden Halbzeiten wird mindestens ein Tor fallen. Und dafür gibt es eine Quote von 1,70. So, und jetzt kommen wir endlich zum T-Shirt von Marcello. Paris gegen Lyon, gegen Paris, so heißt es. Kolo Muani wird wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen. Ja, das glaube ich auch, wobei es natürlich ganz schnell gehen kann, so wie ich gehört habe, befindet er sich ja schon in Paris. Das heißt, auch er geht ehrlich gesagt davon aus, dass dieser Transfer noch über die Bühne gehen wird. Dann trotzdem ist er ja schon weiter als du. Du hast nur ein T-Shirt an. Ja, ja, ich habe nur ein T-Shirt an, aber ich möchte gerade auch gar nicht nach Paris, Carsten, deswegen alles gut. Abgesehen davon, 100 Millionen für mich, naja, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt ausgeben, aber das ist wieder was anderes. Lyon, für mich eine Mannschaft, die jetzt nach diesem Spieltag den Trainer wechseln wird. Wir hatten es letzte Woche mit Alexis Menisch gesprochen. Laurent Blanc steht kurz vor der Entlassung. Der Nachfolger soll ja angeblich auch schon feststehen. Und es wird an diesem Wochenende passieren, sollte Lyon dieses Heimspiel verlieren. Und ich gehe davon aus, dass natürlich auch die Mannschaft mitbekommt, dass der Trainer sowas wie eine Lame Duck, eine lahme Ente ist, sagt man ja in der Fachsprache. Das heißt, eigentlich wissen sie, dass der Trainer entlassen wird. Dementsprechend glaube ich nicht, dass sie sich ja dann nochmal aufbäumen können. Und PSG hat Kylian Mbappé zurück. Der hat bei seinem Startelf-Debüt gleich doppelt getroffen letzte Woche. Allgemein standen 5 Neuzugänge in der Startelf von Luis Enrique. Und da hat PSG beim 3:1-Erfolg gegen Lens wirklich besser gemacht als in den ersten beiden Partien. Jetzt haben sie mit Bradley Barcola noch einen Star von Lyon dazu bekommen. Natürlich auch nochmal eine brisante Sache vom kommenden Gegner, den wichtigsten Spieler und den besten, talentiertesten Offensivspieler zu bekommen. Und deswegen kann ich mir unter dem Strich hier nur vorstellen, dass PSG kurzen Prozess macht, Halbzeit 2, Endstand 2, Quote 2:22. Der kurze Prozess, Marcello, mach das doch bitte auch mit Monaco gegen Lens. Ja, da möchte ich nur ganz kurz Adi Hütter mal ehren. Der macht bislang wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit bei Monaco. Monaco steht an der Tabellenspitze der Ligue A, 7 Punkte geholt aus 3 Spielen.
Und was natürlich extrem auffällt, die Tatsache, dass in den drei bisherigen Spielen von Monaco bereits 15 Tore gefallen sind, also 5 im Schnitt. Die Mannschaft hat schon 10 Treffer markiert, also auch hier mehr als 3 im Schnitt pro Partie. Und Adi Hütter hat es geschafft, einen gewissen Takumi Minamino wieder in die Spur zu bekommen. Und der war ja letztes Jahr eigentlich sogar oftmals nur Reservespieler bei Monaco und der steht aktuell bei 3 Toren und 2 Vorlagen nach 3 Spielen. Also Topscorer dieser Liga. Und jetzt bekommen sie es mit Lens zu tun, die als amtierender Vizemeister aktuell noch große Probleme haben. Erst einen einzigen Punkt geholt, letzte Woche auswärts verloren bei PSG. Und deswegen sage ich auch, dass sie diesmal im Fürstentum den kürzeren ziehen werden. 2,07 Sieg Monaco. Braga ist übrigens in die Champions League eingezogen, sind also dabei bei diesen Gruppenspielen und da kann ich euch auch schon mal ankündigen, wir werden ein Spezial produzieren zur Auslosung der Champions League. Das kommt dann morgen hier bei uns auf unserem Channel. Braga gegen Sporting Lissabon in Portugal. Genau, Carsten, du hast es angesprochen. Braga hat sich für die Champions League qualifiziert. Das war unter der Woche ein 1-0-Auswärtserfolg bei Panathinaikos. Der hat dann gereicht nach dem 2-1-Hinspielerfolg vor heimischer Kulisse. Es war insgesamt schon der 4. Pflichtspielsieg in Folge für Braga. Das heißt, sie stehen aktuell auch bei 6 Punkten nach 3 absolvierten Spielen in der Liga. Sporting Lissabon hingegen steht sogar schon bei 9 Punkten. Ja, das heißt, die haben alle Matches bislang gewonnen. Und sie haben einen überragenden Spieler und der heißt Paulinho. Ja, 30-jähriger Brasilianer, Carsten, und der hat schon 4 Saisontore gemacht, also 4 der insgesamt 6 Tore von Sporting. Und jetzt pass auf, in den letzten 3 Partien hat er immer den Siegtreffer markiert. Dreimal in Folge immer den Siegtreffer, letztes Mal ein Tor, davor 2 Tore, davor wiederum ein Tor und immer war es der entscheidende Treffer für die 3 Punkte. Das heißt, auf den muss man auf jeden Fall aufpassen, zumal Sporting die letzten beiden direkten Duelle gegen Prager jeweils mit 5-0 gewinnen konnte. Ja, diesmal wird es garantiert nicht so deutlich, da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ich sage aber, dass beide Mannschaften treffen werden und das zu einer Quote von 1,60. Zum Abschluss haben wir das Old Firm. Also, wir sind beim Glasgower Derby, eines der faszinierendsten überhaupt. Ja, und es ist auch dieses Jahr wieder ein Duell auf Augenhöhe. Ich glaube, dass Celtic nach dem Abgang von Erfolgstrainer Postecoglou, der ja jetzt mit Tottenham eine richtig gute Saison, einen richtig guten Saisonstart hingelegt hat, dass es für Celtic schwer werden wird, diese Distanz zu wahren gegenüber den Glasgow Rangers. Wenngleich man sagen muss, die Rangers haben sich unter der Woche blamiert. 1-5 auswärts verloren bei der PSV aus Eindhoven, dementsprechend nur in der Europa League, nicht in der Champions League Gruppenphase mit dabei. Celtic allerdings zuletzt zweimal in Folge auf nationaler Ebene ohne Torerfolg geblieben. Ja, 0-0 in der Liga gegen St. Johnstone und im Pokal, im Ligapokal haben sie sogar 0-1 gegen Kilmarnock verloren. Das heißt, ja, beide Mannschaften aktuell so ein bisschen mit ihren Problemen. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein ja, munteres Spiel mit vielen Toren geben wird. Stattdessen aber ein zähes Spiel, viele Zweikämpfe, viele Nicklichkeiten wahrscheinlich auch in diesem Derby und deswegen unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,55. Wunderbar, vielen Dank Marcello. Hier ist die Übersicht der internationalen Tipps und noch einmal der Hinweis, die Champions League-Auslosung werden wir auch diskutieren und analysieren. Also dazu bekommt ihr auch noch ein gesondertes Video. Viel Spaß!